Was kann ein Startup, was mein mittelständisches Unternehmen nicht kann? Und ist ein Startup wirklich das Allheilmittel für jeglichen Innovationsstau in meinem Gebäudetechnikunternehmen? Mal ehrlich, wenn man in seinem Unternehmen die Zusammenarbeit mit einem Startup anregt, begegnet man oft viel Skepsis. Ach, das hält uns doch nur von der eigenen Arbeit ab. Das kostet uns doch nur wahnsinnig viel Geld. Und am Ende gehören dem Startup alle Patente. Und ja, bei all dem Hype, den die Digitalisierung und die Energiewende um junge Unternehmen entfacht hat, lohnt es sich doch, genauer hinzuschauen. Wann bietet sich eine Kooperation mit einem Startup wirklich an? Was kostet mich das an Investitionen in puncto Kapital und Ressourcen? Und am wichtigsten, welche Probleme kann ein Startup für mich wirklich lösen und welche nicht? Genau darum geht es heute in der zweiten Folge von unserem Startup-Crashkurs für die Gebäudetechnikbranche. Heute wieder mit Fabian Sacharowitz, dem Startup-Investment-Experten bei InnoEnergy. Fabian, mal Hand aufs Herz. Was können Startups mir mit meinem zum Beispiel mittelständischen Gebäudetechnikunternehmen wirklich liefern? Startups sind innovativer als etablierte Unternehmen. Das ist nicht, weil sie schlauer oder fitter sind als etablierte Unternehmen. Es liegt einfach daran, dass sie viel freier in dem sind, was sie tun. Etablierte Unternehmen haben Prozesse, haben Regeln und sind natürlich mit gutem Grund sehr stark fokussiert auf ihre Dienstleistung, auf ihr Produkt, auf ihre Lösung und sind extrem gut darin, diese zu optimieren. Startups sind, wie gesagt, eben freier, auch um die Ecke zu denken oder ganz neue Ansätze zu erfinden, was dann eben häufig zu Disruptionen führen kann. Zum Beispiel nehmen wir die Home Power Solution aus Berlin. Das ist ein Unternehmen, das auf Wasserstoffbasis komplett autarke Einfamilienhäuser realisieren kann. Das ist eine Lösung, die, sag ich mal, so radikal gedacht ist, dass sie vielleicht von einem etablierten Unternehmen so nicht umgesetzt werden würde. Das klingt schon richtig cool und auch richtig weit gedacht. Wo sind denn dann die Grenzen? Wie gesagt, die Grenzen sind da. Es hört dort auf, wenn es um die Stärken von etablierten Unternehmen geht, nämlich um die Optimierung von Produkten, nämlich darum, Produkte kostengünstig zu großer Stückzahl bei hoher Qualität in den Markt zu bringen. Das sind Dinge, die Prozesse, die Erfahrung bedürfen, die bei Startups nicht notwendigerweise schon vorhanden sind. Ich nehme an, das ist allgemeingültig für alle Branchen. Gibt es was, das man runterbrechen kann, speziell für die Gebäudetechnikbranche? In der Gebäudetechnikbranche finden wir schon sehr, sehr viel Hardware auch. Ja, und das ist in der Hardware ist es eben besonders kompliziert. Haben wir ein besonders langes, was ich gestern gesagt habe, Valley of Death, wo wir wirklich, sag ich mal, Zeit brauchen von dem Proof of Concept hin zu wirklich marktfähigen, sag ich mal, ausentwickelten Produkten. Und genau da ist das Zusammenspiel von etablierten Unternehmen und Startups besonders fruchtbar. Wir zum Beispiel bei InnoEnergy investieren große Tickets in Startups eigentlich nur, wenn sie wirklich zusammen mit einem großen, wir nennen das Kommerzialisierungspartner, Innovationen wirklich in die Märkte reinbringen. Ah ja, macht komplett Sinn. Sag mal, was meinst du mit Ticket? Sorry, ein Ticket ist das Investitionsvolumen, das ein Investor in ein Startup investiert. Ja, cool, macht mega Sinn, ne? Verstehe ich voll. Klar, ich würde auch nur ein Ticket investieren, wenn ein Konsortiumpartner mit am Start ist. Ein großes Ticket Ein investieren. großes Ticket investieren. Wir hatten es gestern ja auch von den verschiedenen Phasen von Startups. Ist das relevant, wenn ich darüber nachdenke, mit einem Startup zu kollaborieren? Ja, schon. In einer sehr frühen Phase wird die Zusammenarbeit schwierig. Dann ist das Unternehmen noch nicht wirklich entwickelt, sehr, sehr unreif und dann ist es für das etablierte Unternehmen umso schwieriger, mit dem Startup gut zusammenzuarbeiten. Das heißt, eine Zusammenarbeit wird sicherlich dann tendenziell eher Sinn machen ab der Wachstumsphase, wo das Unternehmen eben dann, das Startup eben auch schon dann Erfahrungen mit mehreren Kunden gesammelt hat. Und da ich gestern aufgepasst habe, weiß ich, das ist die Scale-Up-Phase. Das ist die Scale-Up-Phase, genau. Sehr schön. Ja, was muss ich denn so einem Startup bieten, damit die überhaupt mit mir kollaborieren wollen? Was brauchen die von dem Unternehmenspartner? Kaufen, kaufen, kaufen. Startups brauchen Kunden.
Startups müssen ihre Produkte verkaufen. Und aus so einer, sag ich mal, Kundenbeziehung heraus kann eine Zusammenarbeit zwischen, sag ich mal, etablierten Unternehmen und Startups sich auch hervorragend entwickeln. Weil wenn eine Kundenbeziehung da ist, darf ich als Kunde ja auch meine Wünsche vorbringen. Ja? Und das ist eine ziemlich fruchtbare, finde ich, Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und Startups, weil es dem Startup mehr hilft, als zum Beispiel irgendeine Förderung oder irgendein Pilotprojekt. Auf der anderen Seite aber auch die sagen wir, Kommunikationskanäle öffnet, um dann die Stärken von dem etablierten Unternehmen in das Produkt, in das Startup reinzubringen. Wenn das dann in einer, sagen wir, in einer Kollaboration mündet, dann ist das ja schön, dann wird das Startup da auch sicherlich nichts gegen haben. Okay, kaufen, 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 kaufen. Reicht das schon oder muss ich dem Startup noch mehr bieten? Nein, das hängt immer davon ab, was man möchte. Wenn man die Produkte nur haben möchte und damit was tun möchte, dann reicht es. Wenn man aber, sag ich mal, auf eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form anstrebt, die über eine Kunden-Lieferanten-Beziehung hinausgeht, dann muss man dem Startup teilweise schon mehr bieten. Und die wirklich guten Teams, die sind auch ziemlich umworben. Ja? Das heißt, die können sich mitunter auch ihre Partner aussuchen. Und da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Was ist für ein Startup interessant? Für ein Startup interessant ist von einem etablierten Unternehmen vor allem deren Know-how in der Produktoptimierung, in dem Kundenverständnis, in dem Marktverständnis und natürlich auch in den Daten. Nehmen Sie als Beispiel, viele Startups sind zurzeit unterwegs und probieren im Gebäudesektor durch zum Beispiel künstliche Intelligenz Dinge in Gebäuden zu optimieren, zum Beispiel Energieverbrauch von Gebäuden. Ja? Und dafür braucht eine künstliche Intelligenz braucht Daten. Die hat das Startup per se nicht. Das heißt, das Startup ist letztlich auf eine Kooperation mit den etablierten Unternehmen angewiesen, um Schnittstellen zu kriegen, um an Daten ranzukommen, um, sag ich mal, die eigenen Produkte überhaupt zum Fliegen zu kriegen. Viele von den Unternehmen, über die wir jetzt gerade reden, die uns wahrscheinlich auch zuschauen, sind so klassische deutsche KMUs, das heißt oft auch familiengeführte Unternehmen. Wo liegt denn so der Reiz, speziell für Familienunternehmen als strategischer Investor einzusteigen? Aber bevor Fabian darauf antwortet, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Sie merken, ein Startup kann leider nicht alles. Aber vieles, was Sie gerade vielleicht mit Ihrem Unternehmen neben dem Alltagsgeschäft nicht abdecken können. Wenn Sie also darüber nachdenken, gemeinsam mit einem Startup Ihre Produkte digitaler und innovativer zu gestalten, dann kann ich Ihnen sehr das VDZ Startup Training ans Herzen legen. Darin können Sie mit den Experten und Expertinnen von InnoEnergy nicht nur tiefer in die Details einsteigen, sondern auch ganz konkret schauen, welche potenziellen Anknüpfungspunkte Ihr Unternehmen für ein Startup bietet. Den Link zum sechsteiligen VDZ Startup Training finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Und damit wieder zurück zu Fabian. Und weiter geht's. Genau, wir hatten es gestern ja auch schon von den verschiedenen Finanzierungsphasen. Also worin liegt der Reiz für so ein typisches deutsches familiengeführtes Unternehmen als strategischer Investor einzusteigen? Ja, es gibt viele verschiedene Ebenen, in denen eine Zusammenarbeit für familiengeführte Unternehmen interessant sein kann. Zum einen natürlich eine Investition in ein Startup, in ein innovatives Startup, in einem Gebiet, wo ich mich sehr gut auskenne. Ich kenne meinen Markt, ich kenne meine Kunden, ich weiß, was deren Bedürfnisse sind. Und wenn ich dann eine gute Idee sehe, die ich selber so in meinem Produktportfolio nicht umsetzen möchte, kann oder will, dann macht es total Sinn, in ein Startup zu investieren und damit Teilhabe einer Story zu sein. Umgekehrt oder sag mal dazu kann es natürlich auch mein eigenes Geschäft unterstützen. Vielleicht kann ich meine Vertriebskanäle nutzen, um die Produkte des Startups mitzuverkaufen und damit meinen Kunden noch was Gutes tun und allein dadurch profitieren. Jetzt gibt es ja nicht zuletzt, auch gerade ganz aktuell wegen dem European Green Deal, richtig viele Fördertöpfe, speziell für Startups. Sind Startups dann vielleicht auch ein Vehikel, um an Geld ranzukommen, an das ich so als schon längst etabliertes Unternehmen unter Umständen nicht mehr ran kann? Ja, mittelbar mag das stimmen. Fördertöpfe sind immer so eine Sache. Ich habe schon zu viele Teams gesehen, die sich von einem Fördertopf zum nächsten gehangelt haben und darüber vergessen haben, ihr eigenes Produkt wirklich an den Markt zu bringen und raus zum Kunden zu gehen und zu verkaufen. Ich finde den Green Deal total wichtig und hoffe, dass das ein wirklich großer Impuls gerade auch im Gebäudesektor wird, aber vor allem, um Startups und innovativen Lösungen Kunden zu bringen. Ja?
Ja? Und gut, das gesagt, ist es tatsächlich so, dass man natürlich insofern über Startups an Fördermöglichkeiten kommen kann, als dass die Startups wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr gut an Förderung rankommen. Und wenn man dann mit einem Startup zusammenarbeitet, das gefördert bestimmte Lösungen entwickeln kann, dann kann man davon natürlich mittelbar profitieren. Okay, also was Fördertöpfe angeht, kann es für das Startup vielleicht ein bisschen zu entspannt werden und zu leicht, sodass sie da nicht mehr vom Tropf wegkommen. Aus Unternehmenssicht nehme ich mal an, ist oft die Angst, dass so ein Startup sich dann als Fass ohne Boden erweist. Also worauf muss ich achten, damit das dann wirklich auch wirtschaftlich für mich als Unternehmen rentabel wird? Gut, also da kann ich eine Antwort als Investor geben und eine Antwort, die ich mir vorstellen könnte, die ein etabliertes Unternehmen geben würde. Als Investor sage ich, ich gucke aufs Team. Das wirklich in dem Bereich, wo alles noch sehr früh und sehr risikoreich ist, ist wirklich die größte Sicherheit, die man als Investor haben kann, dass du ein gutes Team hast. Als etabliertes Unternehmen, das mit einem Startup zusammenarbeiten will, würde ich mir schon einfach das Produkt ganz genau angucken und auch gucken, in welcher Zeitskala die dieses Produkt realisiert haben. Okay, sagen wir, Team stimmt, Finanzierung ist geregelt. Wie könnte so eine Kollaboration zum Beispiel aussehen? Einfach, dass ein etabliertes Unternehmen einem innovativen Startup hilft, seine innovativen Produkte in guter Qualität, in großer Masse schnell auf den Markt zu bringen. Nehmen wir ein Beispiel, das wir alle aus der Vergangenheit kennen, BioNTech Pfizer. BioNTech ist ein hochinnovatives Startup im Medizinbereich und hat es geschafft, innerhalb von einem Jahr einen Corona-Impfstoff mit der Hilfe von einem etablierten Unternehmen, in dem Fall Pfizer, auf den Markt zu bringen und Milliarden von Impfdosen in kurzer Zeit herzustellen. Das hätten die ohne Pfizer nicht geschafft. Und genauso ist es eben auch in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt als hochinnovatives im Startup aus dem Gebäudesektor komme und eine super KI-basierte Lösung habe, um was weiß ich im Gebäude zu optimieren und das dann paare mit einem, sag ich mal, etablierten Unternehmen, das sich im Gebäudesektor wirklich auskennt, einen Kundenstamm hat und einfach den Markt richtig kennt, dann kann das viel schneller skalieren, als wenn das Unternehmen erstmal an das Startup anfangen muss, sich ihre ganzen Kunden und Erfahrungen und alles etc. selber zusammenzusammeln. Und das ist genau das, was wir brauchen, um unsere Klimaziele zu schaffen. Die Innovation schnell auf die Straße bringen. Das waren jetzt ein paar super Beispiele und das wirkt auch extrem einleuchtend, fast schon wie so ein Selbstläufer. Oje, ne, ich glaube, so einfach ist es nicht. Da gibt es kulturell eine ganze Menge Unterschiede. Und wie die Unterschiede aussehen und wie sie sich vielleicht auch überbrücken lassen, das erfahren Sie in Folge 3. Viel Spaß beim Weiterschauen.